Ein historischer Gebäudekomplex im Norden Münchens. Für Unkundige einfach nur ein älteres Anwesen. Für die, die es besser wissen, versteckt sich hier eine automobile Schatztruhe. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute sind die heiligen Hallen von BMW Reloaded angesagt. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist diese Karte hier. Damit komme ich wohl rein. Also bevor jetzt wieder irgendwelche Leute schreiben, so, ja, ja, das ist ja alles vorbereitet und so. Nein, ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, was mich jetzt da hinten erwartet. Nee. Bin sehr gespannt, was die 100-jährige Geschichte von BMW noch so zu bieten hat. Ein bisschen was haben wir ja schon gesehen vor einiger Zeit. Guck mal da, das sieht danach aus. So. Und jetzt kriegt der Malme die Zugang. Ist keiner da oder was? Hallo? Ganze 100 Jahre BMW-Geschichte sind hier versammelt. Matthias betritt eine der größten und spektakulärsten Autosammlungen der Welt, die so noch niemand zuvor entdecken durfte. Was ist denn hier schon wieder los? Ich flipp aus. Schicker Turnschuh in Rot. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, an das Bettmobil? Hi. Es gibt dich also immer noch. Am allerliebsten würde ich ja mit dem hier gleich wieder losfahren, ne? Hi. Florian? Florian Moser ist der Herr über die Schätze auf vier Rädern. Hat er für Matthias heute den geilsten BMW aller Zeiten? Ich habe mich schon mal ganz kurz umgeguckt. Ich habe gesagt, wir treffen uns im Büro. Hi. Haben Sie sich reingelassen? Tag. Ja, ich habe ja so eine Karte zugeschickt bekommen und ja, bin ich halt einfach mal vorgegangen, ne? Eigentlich ist es ja hier schon nur mit Zutrittsberechtigung und ich hab einfach mal nicht reinspazieren. Hab ich. Ne? Hier. Tatsächlich, ist ja krass. Ja, also, ja, aber schön, dass du da bist. Ebenso. Willkommen auf historischem Boden. Hier wurden vor 100 Jahren die ersten BMW-Motoren gebaut. Pünktlich zum runden Geburtstag ist es jetzt die neue Heimat der Classic-Abteilung. Wie machen wir das denn heute? Darf ich mir jetzt einfach quasi immer aussuchen? Also ich zeige auf einen drauf und dann holst du den Schlüssel raus? Ganz so machen wir es nicht. Ne? Sondern wir haben, klar, wir haben... Warum nicht? Ja, du darfst natürlich ein paar ich Autos fahren, schon das ist ganz ja logisch. Viel gerade, was ich wieder fahren möchte. Aber das werden wir dann schon noch besprechen, welche Autos du fahren darfst. Okay. Ja? Startschuss für die Suche nach dem BMW. Kandidat 1 wäre auch in jeder anderen Autosammlung ein absolutes Highlight. Sagt dir das was? Das ist ein Burner, ja. Das ist der Original PT52 von 83. Damit ist Nelson Piquet Formel-1-Weltmeister geworden. Dieses spektakuläre Flügelmonster ist pure Formel-1-Geschichte. Weltmeister. Und zwar als erstes Auto mit Turbomotor. Magst du mal reinsitzen? Ja. Ja, dann. Ja, dann, oder was? Ist das mal das Original-Weltmeister-Auto? Ja. Ja, das kriegst du schon hin. Wo sie auf den Sitz ja, stellen, na, logisch. Oder? Das ist ja nicht aus Zucker hier. Ja, aber... So. Ich glaube, mein Hintern ist zu breit. Alter, ist das krass. Das war ziemlich leichtgängig. Den kann ich dir natürlich jetzt nicht anbieten zum Fahren. Das ist mit der Straßenzulassung ein bisschen schwierig. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass ich den nicht fahren werde. Könnt ihr mal einen Kran holen, bitte, damit die mich hier wieder rauszieht? Du, aber das geht bei den Profis, also, ja? Ja, 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 ist ja gut. Ich will hier nichts kaputt machen. Ich weiß nicht, wo die Ecken und Kanten sind. Aber hey, ich kann sagen, ich bin in dem Original Formel 1 Weltmeisterauto drin gesessen. Ich war drin. Ich habe das Lenkrad angefasst. Und hier, ich meine, jetzt gleich daneben steht irgendwie ein Kontrast, ein ziemlich krasser Kontrast. Kennst du das Auto? Nee. Das ist der BMW 700 S. Das ist eigentlich was ganz Besonderes. Es gab nur zwei Stück. Es ist ein reiner Bergrenner, ein Bergspider mit Gitterrohrrahmen, Aluminium, Außenhaut, einen eigens entwickelten Zweizylinder-Boxermotor mit 70 PS und Königswelle. Also wirklich ein reinrassiger Renner, der 61 bis 64 erfolgreich bei Bergrennen eingesetzt wurde. Dementsprechend wirklich was Besonderes. Auf der Grip-Geilheitsskala schon weit vorn. Unikat, unbezahlbar und eigentlich unfahrbar.
Oder geht da noch was? Fahren wir mit dem? Nee. Warum nicht? Naja, wir haben das Auto schon immer wieder auch bei Events eingesetzt. Das haben wir jetzt doch deutlich zurückgefahren, weil wir auch einfach keine Ersatzteile für diesen aufwendigen Motor haben. Für Matthias machen wir eine Ausnahme. Damit das Auto eine Zulassung bekommt, haben wir hier Spiegel. Ganz wichtig. Spiegel. Ja. Der Tripmaster hier. Ja. Und hier. Der Tripmaster, der zeigt dir die Geschwindigkeit an. Ich muss halt 50 beziehungsweise fahren in der Stadt. Hier, ja. Du hast hier die Drehzahl und die dazugehörigen km/h, damit du eine Orientierung hast. Ah, okay. Ja? 100 sind erreicht im vierten Gang mal 4500 Touren. Und sonst fährt sich das Auto im Prinzip ganz normal. Ja, klar werden wir mal Gas geben, aber ja, vorsichtig halt. So Vollgas, aber halt so nachgedacht Vollgas. Vollgas mit 70 PS und Topspeed 160. Selten haben solche Werte bei Herrn Malmedy solche Reaktionen ausgelöst. Alter, damit sind die Rennen gefahren. Also völlig geisteskrank. Der 700 RS ist extrem in allen Belangen. Es gibt weder Gurt noch Dach noch Ersatzteile. Das ist unglaublich. In diesem Auto riecht es nur nach Sprit. Das ist unfassbar. Ich bin komplett high. Aber das kommt auch natürlich von diesem gesamten Fahrzeug hier. Du sitzt hier drin. Ich spüre auch den Sand so ein bisschen zwischen den Zähnen. Noch nackter, noch gefährlicher kann man nicht Auto fahren, glaube ich. Benebelt von der Fahrt im 700 RS kommen dann solche Urteile zustande. Die Typen bei BMW, ne? Die haben sie nicht mehr alle. Noch mehr Beweise gefällig? Zurück in der Heiligen Halle geht der Autowahnsinn weiter. Im positiven Sinne natürlich. Also das hier, der war jetzt auch gerade von der Medienmilie, wie du siehst, dreckig. Das ist der normale 328. Das ist der erfolgreichste Sportwagen der späten 30er Jahre. Im Jahr 1935 erblickt der 328 das Licht der Welt. Mit bescheidenen Mitteln entwickelt, hängt der kleine Roadster in Le Mans und bei der Mille Miglia die Konkurrenz gnadenlos ab. Doch schnell sein und gut aussehen ist die eine Sache. Deshalb interessiert Matthias die Frage, wie steht es mit dem Sound? Ich würde den gerne mal hören, ehrlich gesagt. Kannst du ihn mal anmachen? Ist das kompliziert irgendwie? Was muss man da machen, um das Auto jetzt zu starten? Ja, da muss man irgendwie, jeder, der sich für Autos interessiert, hat schon mal gesehen, okay, boah, irgendwie habe ich sowas schon mal vorbeifahren sehen. Aber was muss man machen, damit der startet? Also zunächst mal musst du natürlich die Zündung anstellen. Ne? Jawohl. Dann brauchen wir den Choke. Choke? Ja. So. Fahrzeug ist kalt. Ja. Der hört sich mega an. Das ist schön. Ja, komm, dann rutsch mal rüber. Zur Info, lieber Matthias, dieses Auto ist rund 1 Million Euro wert. Also bitte aufpassen. Ich flippe aus. Also, Flo, ne? Tschüss. Ich dreh mal eine Runde. Kleine Platzrunde hier. Das ist es, Leute. Das müsst ihr auch mal machen. Das ist unglaublich. Damit ist der 328 ein heißer Kandidat für den Titel geilster BMW. Aber Florian legt nach. Jetzt zeige ich dir die Werkstatt von der BMW Group Classic, also neue Halle. Mhm. Da warst du noch nicht drin. Ja. Also wir haben hier insgesamt 13 Hebebühnen. Das ist einfach die Werkstatt für uns. Hier werden Kundenautos restauriert. Und unsere hier Autos. Kann man übrigens auch vom Boden essen, wie man sehen kann. Wow. Müssen wir mit dem Werkstattleiter sprechen. Na. Und hier, kennst du das Auto? Ja, ich sehe es gerade. Hallo, das morgen. Ist, Tag. Der Thomas Servus. Zeller. Hi. Ja, das ist ein 2002 Turbo. Hallo, na? Grüß dich. Die spontane Reaktion meines Körpers war Gänsehaut. Als ich reingekommen bin, ich meine, das ist ein Auto,
Keine Ahnung. Wer hin und wieder auf den einschlägigen Internetseiten nach Autos sucht, die Traumautos sind, der kommt auch an dem Auto nicht vorbei. Der 2002 Turbo war in den 70ern der wohl größte Radaubruder auf deutschen Straßen. Auch dank Extras wie dem sogenannten Starktonhorn. Also das ist eigentlich mehr so eine Feuerwehrhupe, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ja? Ich vermute ja, das ist nicht nur fürs so, ja, das muss noch ein bisschen lauter sein, sondern das Geniale ist halt, du bist in der Kurve und du bist am Rausbeschleunigen, der Turbo setzt ein, du musst vielleicht schalten und dann kannst du nicht auch noch hupen hier, ja? Du brauchst beide Hände am Lenkrad, deswegen, wir kommen aus der Kurve raus, wollen den Überholvorgang, Blinker, Hupe, weg da! So fährt man 2002 Turbo, 1973. Dieser BMW gibt einem voll auf die 12. Obwohl er nach heutigen Maßstäben nicht mehr ganz so krass performt. Wenn ich mich jetzt ganz, ganz nüchtern hier reinsetze und sage, okay, noch mal ganz kurz alles ausschalten, was so in meinem Gehirn vorhanden ist, dann denke ich schon darüber nach, dass wahrscheinlich dieses Auto hier, dieser 2002 Turbo, diese Ikone des Automobilbaus, dieses Museumsstück, wahrscheinlich von jedem Golf TDI irgendwie abgehängt würde. Sowohl in Beschleunigung als auch in Endgeschwindigkeit. Das ist traurig, aber es ist wahr. Aber was auch wahr ist, ist, dass sich das hier definitiv viel, viel geiler anfühlt. Zurück in München. Zurück in der Heiligen Halle und Vorhang auf für eines der teuersten Autos der Welt. So. So, hier steht der 507, den du fahren kannst, der rote. Das ist die Nummer 250 aus der Produktion. Es gab ja nur 251, Alter, wirklich solche Roadster. Du erzählst das so, als wenn wir gerade bei Aldi ein Paket Zucker aus dem Regal reißen würden. BMW 507. Stilikone, extreme Wertanlage und Traumwagen in einem. 1955 erstmals vorgestellt, leistete er für das Image von BMW unschätzbare Dienste. Ja, ich wusste natürlich, dass wir zu BMW gehen. Ich wusste, dass es wahrscheinlich was zu fahren gibt. So ein bisschen habe ich mir das auch ausgemalt, dass ein 507 natürlich schön wäre, wenn dabei wäre. Und dass es jetzt so kommt, ist grandios. Ja, ich freue mich. Benzin ist drin, Schlüssel steckt. Ja. Kann losgehen. Ja. Ja. Die Nummer 250. Also vom Danke, Mama. Schatz. Das ist krass. Bring ihn bitte heil wieder, weil sonst gibt's Ärger. Ja, ich versuch's. Naja, für einen gut erhaltenen 507 muss man im Moment mindestens 2 Millionen investieren. So gesehen, das ist das teuerste Serienautomobil, was die Classic im Moment im Angebot so hat. Dementsprechend sollte er schon vorsichtig sein. Extrem teuer, extrem selten, extrem cool. Ein heißer Kandidat für den geilsten BMW. Und das, obwohl wichtige Details gar nicht an Bord sind. Ja, Anschnallgurte gab es damals noch nicht, als das Auto rausgekommen ist. Und ganz ehrlich, das fühlt sich in der heutigen Zeit so ein bisschen an, wie wenn man, ja, weiß nicht, wie wenn man nackt in den Supermarkt gehen würde, so völlig ohne Schutz. Das ist total komisch als normaler Mensch. Also ich fahre immer mit Gurt, jetzt ohne Gurt zu fahren, auch wenn es zu diesem Auto dazugehört. Es ist total seltsam. Aber auch irgendwie schön. So halt wie nackt im Supermarkt rumzulaufen. Vom Blödmann zum Supertypen? Gar kein Problem. Einfach mal schnell 2 Millionen Euro in einen 507 investieren und schon steigen die Beliebtheitswerte enorm. Also ehrlich gesagt, in diesem Auto, egal wie uncool du bist, in diesem Auto wirst du richtig cool. Wer alles dieses Auto gefahren ist? Alain Delon, einer der coolsten Menschen der Welt. Und natürlich Elvis Presley. Auch der King liebte seinen 507. Typisch US-Boy war er ihm allerdings nicht heilig. Er ließ ihn von Rot auf Weiß umlackieren und steckte sogar einen Ford-Motor unter die lange Haube. Aber wo schon der King dahin schmolz, da bleibt auch ein Matthias Malmedy nicht unberührt. Ich verspüre tiefe Hingabe, engste Zuneigung, echte Liebe. Wir präsentieren Grip.
Das Schmalz-Magazin. Traumautos im Wert von mindestens 3,5 Millionen Euro durfte Matthias heute schon bewegen. Da kommt nichts mehr. Oder etwa doch? Alter, seid ihr bescheuert? Und den darf ich fahren. Wir haben ihn für dich Sag bitte ja. Das Ding ist fahrbereit. Du kannst es natürlich logisch nicht auf der Straße fahren, aber wir werden für dich eine abgesperrte Strecke organisieren. BMW M3 Gruppe A. Mehr als ein Auto. Eine Rennlegende. 300 PS treffen auf nur 960 Kilo. Ein unbezahlbares Gerät. Herr Malmedy befindet sich bereits im Kleinkind-Modus. Hör mal, wir fahren ja jetzt auf eine Rennstrecke, ne? Kann ich bitte auf der Fahrerseite in diesem LKW sitzen, zur Rennstrecke fahren? Ich meine, das ist Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Silvester und alles, was es sonst noch so für Feiertage gibt, zusammen. Die letzten Vorbereitungen. Bei Matthias weicht die Freude allmählich der Angst. Da habe ich jetzt echt Respekt davor und Alex sagt auch ein bisschen die Hosen voll. Aber gut, irgendeiner muss es ja tun. Ja. Wir schreiben das Jahr 1987. Mit dem BMW M3 Gruppe A entsteht ein Rennsportwagen, der praktisch unbesiegbar ist. Welt- und Europameister sowie etliche weitere Titel machen ihn zum erfolgreichsten Tourenwagen aller Zeiten. Und den darf Grip jetzt fahren. Ich trete jetzt gerade das Gaspedal kurz durch, es passiert gar nichts. Der Motor dreht 3.500, hier wurde gesagt, ab 4.000 fängt er so langsam an, sich wohl zu fühlen. Selbst unserer kleinen Labertasche die Worte. Ja, aber ich kann das jetzt schwer mit Worten beschreiben. Es fügt sich alles zusammen. Das ist perfekt. Das hier ist der Himmel auf Erden. Das ist der feuchte Traum eines jeden BMW-Fans. Es steht fest. Das ist immer noch irgendein mega geniales, fettes, krasses, lustiges, ultra spektakuläres Auto auf der Welt gibt, was ich noch nie gefahren bin. Aber ich hoffe, es kommen noch ganz viele andere Autos, die mich so überraschen. Geilere BMW-Klassiker gibt es einfach nicht. Nun ist die Suche ja eigentlich beendet. Außer man schaut auf die Ikonen von morgen. Was sich wohl unter dieser Haube verbirgt? Ich meine, logisch, wir sind BMW Coupe Classic. Bei uns geht es wirklich um die wirklichen Klassiker. Ja. Um die Oldtimer, Youngtimer. Ja. Aber ich weiß, dass du natürlich auch mal was Neues fahren willst. Und so haben wir gedacht, wir ziehen mal ein Auto raus, was ein Klassiker von morgen ist. Okay. Und ja, Mai, vielleicht sollen wir einfach mal die Plane runterziehen. Dürfen wir? Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Das sagt schon alles. BMW M4 GTS. Gezielt für den Einsatz auf der Rundstrecke konzipiert. Carbon bis zum Abwinken. Gleichzeitig ist er uneingeschränkt für öffentliche Straßen zugelassen. Die auf nur 700 Exemplare begrenzte Auflage macht den BMW M4 GTS noch exklusiver. Alter, M4 GTS. Oder wahrscheinlich sagen hier die Traditionalisten in dem Haus, sagen so, was wollen dieses Neufahrzeug hier? Aber spätestens, weiß ich nicht, in 3-4 Jahren werden sie sagen, wo ist denn eigentlich dieser M4 GTS? Den müssen wir uns mal wegstellen, damit wir den dann irgendwann auch hier platzieren können. 700 Stück limitiert, 500 PS, ja. Wassereinspritzung. Ja.
150.000 Euro. Ja. Du glaubst nicht, wie viele Fotos und Seiten ich mir angeguckt habe über dieses Auto. Wo ist der Schlüssel? Jetzt werden Reifen verbrannt. Jetzt passiert gleich was. Kommst du mit oder darf ich wieder alleine? Oh, ich brauche mal eine Pause. Du brauchst eine Pause von mir, ne? Okay, ich bin in 4 Tagen wieder da. Zwei. Tschüss. 500 PS und eine Höchstgeschwindigkeit deutlich jenseits der magischen Marke von 300. Ganz anders als die bisherigen Schätze und dennoch ein heißer Kandidat für den geilsten BMW aller Zeiten. Also, eins sei vorab gesagt, er hat eine Klappe. Neutral, Handbremse, Fenster runter. Das ist jetzt der normale Sound. Jetzt pass auf, jetzt mache ich hier auf. Alter! Ich glaube, es zieht ein Gewitter auf. Ein M-Gewitter. Oh, das schalte ich nicht mehr aus, Leute. Rennsport für die Straße. Definitiv der aktuell schärfste BMW. Und mit seinen nur 700 Exemplaren mega exklusiv. Es gibt nur ein riesengroßes Problem an diesem Auto. Es ist komplett ausverkauft. Es gab 700 Stück und die sind weg. Du kannst ihn nicht mehr kaufen. Ja, du kannst ihn kaufen. Du kannst ihn kaufen, aber nicht mehr vom BMW. Du kannst ihn dir gebraucht kaufen. Beziehungsweise kannst du ihn dir, ja, von irgendeinem Händler kaufen, der schlau war und ihn gekauft hat für 142.000 und noch ein paar Kleinigkeiten. Und er verkauft dir den, aber nicht unter 200.000. Auch nicht unter 250.000 Euro. Nee, dieses Gerät hier, ich glaube, als letztes Mal ich geguckt habe, da war eine 3 vorm Komma. Vorhang auf für das Traumtrio. M4 GTS, Matthias Malmedy und ein leeres Flugfeld. Das ist ein Spielzeug, ein Männerspielzeug in Reinkultur. Ich meine, so perfekt, wie das mit diesem 500 PS Hammer geht, habe ich das schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gemacht. Es ist absolut abgöttisch schön. Liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Wir machen uns langsam Sorgen. Matthias ist komplett Feuer und Flamme. Der M4 GTS ist ganz klar die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Was ist das bitte für ein geiler Ofen, ey? Was haben die denn hier für ein Gerät auf die Räder gestellt? Das ist so unfassbar. Sieht man das von außen, dass das ein bisschen bockt? Zwei Tage, 7 Autos. War er dabei, der geilste BMW aller Zeiten? Also ich glaube, wenn man die 2 Tage jetzt noch mal ganz kurz in so Flashes Revue passieren lässt, dann sieht man, dass ich sehr wohl sehr, sehr entzückt war. Ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten. Das waren so viele Eindrücke und so viele durchgehend schöne Eindrücke. Also es war jetzt kein Auto dabei, wo ich gedacht habe, so, das fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen langweilig. Das war alles bam, 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 bam. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das jedes Mal hinkriegt, aber ihr macht das ganz gut.